willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Unboxing-Video wird euch präsentiert von Opleprops, dem Hersteller von Linsen oder Kühlungs- bzw. Belüftungssysteme für allerlei Helme, Masken, Cosplays aller Art, ebenso von Ersatz- oder Tauschlinsen für eure Rubies oder Hasbro-Helme. Heute hat mich was ganz Schönes aus dem Hause Hasbro erreicht. Hasbro mittlerweile legt ja ziemlich zu, was die Herstellung und den Release von neuen Helmen angeht. Zuletzt gab es den Boba Fett. Eine ziemlich coole, gelungene Nummer, den sie da rausgebracht haben. Sehr authentisch mit den ganzen Abplatzungen. Der Farbton kann man sich überstreiten. Leider nicht ganz so der filmakkurate Farbton getroffen. Aber an sich für den Preis ein super Stück für eure Helmsammlung. Kann man nicht meckern. Wenn ihr irgendeine Möglichkeit habt, sichert euch dieses coole Stück. Im Übrigen, ab sofort erhältlich in meinem Webshop die Tauschlinse für diesen Helm. Wertet ihn nochmal um einiges auf. Ersetzt dieses billige Plastikstück, was da drin ist, was ja sehr transparent und durchsichtig ist. Die Linse von mir gewährt eine nahezu blickdichte Optik. Von außen, von innen seht ihr wunderbar raus, kristallklare Sicht. Die Einbauanleitung liegt dabei. Wenn ihr so eine Linse bestellt, ist innerhalb, ich sag mal, eine halbe Stunde etwa erledigt und danach sieht das gute Stück gleich viel besser in eurer Sammlung aus. Kurz darauf kam ja dieses wunderschöne Stück. Zum 40. Jubiläum von The Empire Strikes Back haben sie nun diesen Prototype-Helm released. Für Cosplayer eine ganz coole Geschichte, weil dieser Helm, wie gesagt, komplett weiß ist. Ich kann ihn also nach meinen Vorstellungen dann lackieren für meine Rüstung. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist, dass dieser Helm in den ursprünglichen Formen dieses gerade gezeigten Boba Fett-Helms gegossen wurde und somit diese ganzen Abplatzungen oder diese unraue Oberfläche auf diesen kompletten Helmteilen enthalten ist. Ich denke, der Großteil der Fans hat sich eine komplett glatte, gecleante Oberfläche gewünscht. Aber gut, diesen Helm übrigens werde ich auch demnächst in einem Unboxing-Video genauer unter die Lupe nehmen. Immer mal wieder reinschauen im Kanal, lohnt sich. So, aber jetzt kommen wir zum Star des heutigen Videos. Hat mich heute frisch erreicht. Es handelt sich bei dem Helm um ein Galaxy Edge Special, sprich ein Charakter, den es nur in dem Galaxy Edge von Disney gibt. Ich weiß nicht, wann dieser Helm global released wird. Ich hatte jetzt das Glück, den aus dem Ausland zugeschickt zu bekommen. Ich meine, in Deutschland ist er soweit noch nicht erhältlich. Teilweise in Asien kann man ihn schon mit viel Glück bestellen. In den Staaten sowieso. Wie es in den restlichen Teilen der Welt aussieht, keine Ahnung. Aber genau das ist auch der Grund, warum ich dieses kleine Video drehe. Denn schließlich sollen schon mal alle die Möglichkeit haben, einen kleinen Blick auf diesen Helm werfen zu können, um dann auch eine spätere Kaufentscheidung für sich selbst treffen zu können. Denn ich denke mal, die werden diesen Helm früher oder später auch in Deutschland bzw. Europa und in allen anderen Ländern releasen, weil so von den Bildern her macht er echt einen coolen Eindruck. Auch die Form scheint ziemlich gelungen zu sein. Aber jetzt wollen wir mal das gute Stück aus seiner Box befreien. Da ist er schon. Wow. Yeah. Das ist der Captain Cardinal, der Captain Cardinal Helm in der Black Series Variante von Hasbro. So, da ist das gute Stück in der allseits bekannten Black Series Verpackung mit diversen Optiken des Helms an der Seite. Hier Querformat. Eine leichte ISO-Ansicht hier vorne im Seitenprofil und hinten die typische Black Series Beschreibung. Schauen wir mal,
was da steht. Ja, genau. Von Galaxy Edge inspirierter Helm, die Reproduktion des Captain Cardinal. Es scheint auch ein Stimmenverzerrer mit verbaut worden zu sein. Gucken wir uns mal an, was sich denn in dieser Box befindet. Ich bin jetzt schon ganz gespannt. Viele, viele warten ja schon seit langem auf den First Order Stormtrooper Helm. Ich denke, wenn sie jetzt schon die Form haben, ja, was zumindest den sehr starken Anschein hat, dann dauert es nicht mehr lange, dass sie diese Form vermutlich auch mit ein bisschen weißem Kunststoff füllen werden und da ein paar Stormtrooper-Helme spritzen. Ich habe mal wohl gelesen, dass es wohl da Lizenzprobleme gibt. Aktuell noch, da Anovas die Rechte trägt für diese First Order Stormtrooper-Helme. Aber über kurz oder lang wird auch diese Vereinbarung enden und dann spricht nichts dagegen, dass auch Hasbro diese Helme herstellt. Im Übrigen gibt es hier an der Seite, sehe ich gerade, hier so einen kleinen Depper da oben, diesen weißen Kleber, den habt ihr sonst noch auf keiner Black Series Box entdeckt. Und das ist der Hinweis, da steht auch schön drauf, Transported from Star Wars Galaxy Edge. Ja, also nochmal der Hinweis, dass dieses Teil wirklich sozusagen exklusiv aus dem Galaxy Edge kommt. Aber sind wir mal ehrlich, wenn die Verkaufszahlen von diesem Teil in die Höhe schnellen, dann über kurz oder lang werden sie das Teil auch global auf den Markt schmeißen und der wird überall erhältlich sein. Also, scheinbar im Vergleich zu den vorherigen Black Series Modellen, die man ja immer irgendwie zusammenbauen musste. Der Stormtrooper kam in drei Teilen, der Kylo-Helm, meine ich, kam auch damals in mehr Teilen. Beim Boba weiß ich es schon gar nicht mehr. Doch, da hat der Rangefinder abmontiert. Aber dieser Helm sieht ziemlich komplett aus. Ich glaube, seht ihr mal? Guck mal, ja genau, hier. Der ist wirklich am Stück verpackt. Da müssen wir vermutlich, um dieses Teil in Betrieb zu nehmen, gar nichts weiter machen. Was gibt es denn noch Schickes in dieser Box? Auch hier, wie bei allen Hasbro-Helmen bis jetzt, die Anleitung des Helms in mehreren Sprachen. Da sieht man auch ein bisschen den Captain Cardinal, mal nicht nur den Helm, sondern auch die Rüstung. Ah ja, genau. Und dann gibt es hier eine konkrete Anleitung, wie der Helm zu bedienen ist. Im Wesentlichen steht drin, wo finde ich das Batteriefach. Das ist hier im Nackenbereich des Helms zu finden. Da kommen dann drei AA-Batterien hinein. Wie bei allen Hasbro-Helmen bisher. Ja, hier dieses Strapping, um es auf dem Kopf ein bisschen zu fixieren. Das schöne Teil. Und dann noch, wo befindet sich denn der Anknopf für den Voice Changer. So, ich packe geschwind diesen Karton wieder zusammen. Lassen wir mal stehen. Gar keine große Umverpackung um dieses wunderschöne Stück. Eigentlich nur so eine kleine Polytüte hier mit dem Tesafilm fixiert. Da nochmal. Und dann befreien wir ihn. Wow. Das ist doch mal eine coole Nummer. Der fühlt sich schon richtig, richtig gelungen an. Richtig wertig, richtig dick auch, richtig dickwandig. Guckt euch dieses Teil mal selbst an. Auch sehr schön, die gewölbten Linsen haben sie gut hingekriegt. Ob die was taugen, schaue ich mir auch gleich mal näher an. Weil eventuell gibt es dann auch ganz schnell einen Nachrüstsatz von mir. Hier innen drin. Ich versuche es mal zu zeigen. Hier oben befindet sich dieses Strapping, das im Gegensatz zu den anderen
Helmen aus der Linie. Hier oben dieses Kunststoffband hat, ja, wie man so aus den Bauarbeitern-Helmen kennt oder halt den bisherigen Hasbro-Helmen. Aber was auffällt, hier hinten, ich zieh's mal raus, befindet sich so ein elastisches Band, womit wirklich Zug dann auch am Kopf entsteht und der Helm doch durch eine gewisse Spannung dann auch fixiert wird. Also macht schon mal echt einen coolen Eindruck. Hier an der Seite sind die Boxen montiert. Ist ja witzig, die Soundsysteme, die ich sonst für die First Order Stormtrooper entwerfe, die sind eigentlich genau auch für den Bereich hier vorgesehen, um sie da zu platzieren. Ist natürlich prädestiniert, hier diese Seitenschlitze. Aber cool, dass die Jungs das genauso gemacht haben. Okay. Auch hier unten schön der Abschluss. Was gleich auffällt, ja, natürlich so die Kunststoffoberfläche. Man sieht so vom Spritzen, ich weiß nicht, ob das der Kamera das gut erkennen kann, leichte Einfallstellen aus der Spritzgussmaschine. Das lässt sich nicht vermeiden durch diese dünnwandigen Teile. Der Boba Fett-Helm zum Beispiel hatte doch deutlich mehr Abschürfungen wie jetzt dieser. Ich vermute, sie haben da qualitativ auch ein bisschen nachgesteuert, weil oft diese Kunststoffoberflächen ein paar Makel aufweisen. Aber bei dem Teil sieht es echt gelungen aus und schön giftig in Rot. Also mir gefällt er echt sehr, sehr gut. Macht durchaus was her. Und hier an der Seite befindet sich auch der Aus- und Anknopf für den Voice Changer. Den werde ich auch gleich mal live testen. Okay, cooles Ding. Hier hinten, da befindet sich so eine kleine Griffmulde. Ich vermute, ja, wenn ich da dran ziehe, da lässt sich der komplett untere Ring vom Helm abnehmen. Schwupps, habe ich ihn in der Hand. Und damit das Batteriefach freigelegt. Hier, wie in der Anleitung beschrieben. Okay, da muss ich mal kurz einen Schraubendreher besorgen und 3 Batterien. Kurze Pause, bis gleich. So, und da bin ich schon wieder. Jetzt geht's ans Innere des Helms. Ruckzuck ist es offen. Hier nochmal der Hinweis, wie die Batterien einzusetzen sind. Rein damit. Und ab geht's. Wieder verschließen. Das schöne Teil. Dann gucken wir mal, ob es schon irgendeine Regung von sich gibt, dass ich weiß, ich habe sie richtig eingesetzt. Oh ja. Mhm. Klassische Sturmtruppengeräusche. Hört man schon. So, dann kommt zack der Ring wieder drauf. Also eins sage ich euch, die Linsen sind schon mal bei mir persönlich durchgefallen. Dann wird hier schlecht, total verzerrte Optik. Wow. Aber jetzt mal gucken, was der Voice Changer so hergibt. Hallo, Captain Cardinal, einsatzbereit. Ist das der Hammer? Ich finde es geil. Ich finde es richtig geil. Dieser, hört ihr das? Dieses Bestätigungsgeräusch, sobald man irgendwie gesprochen hat, zack. So diese typischen Stormtrooper-Geräusche finde ich ja mega geil. Der verzerrt sogar hier aus der Entfernung. Also Hammer. Echt vom Soundklang, vom Soundempfinden. Ist das mal ein richtig cooler Changer im Vergleich zu dem, was Hasbro da bisher abgeliefert hat, muss ich sagen. Einfach auch, weil mir so ein bisschen die Atmosphäre von dem Changer gefällt. Ja? Einfach dieses Bestätigungssignal, immer sobald ich meinen Satz gesprochen habe, macht dann schon was her. Ist eine coole Geschichte. Das war, meine ich, beim Stormtrooper-Helm immer nur dann, wenn ich hier seitlich den Taster bewegt hatte. Dass der das jetzt automatisch macht, das ist schon mal eine deutliche Verbesserung. Echt cool. Finde ich echt witzig. Ich muss gerade nochmal rein. Captain Cardinal, einsatzbereit. Das ist der neue
Captain Cardinal Black Series von Hasbro. Ja. Ist das cool? Ich sag's euch. Yeah. Und der funktioniert tatsächlich. Tadellos, echt eine coole Nummer. Also ich finde mega. Das Einzige, was echt gar nicht geht, sind die Linsen. Leute, seid ihr, die sind immer noch nicht in der Lage. Die haben jetzt, keine Ahnung, es ist der 6., 7. oder 8. Helm, den die in der Black Series Line jetzt schon rausgebracht haben. Aber die packen es einfach nicht, gescheite Linsen für ihre Produkte herzustellen. Die sind sowas von erstmal total gestört in der Optik, ja, also verzerrt. Du siehst, die wird hier schlecht, als ob du, keine Ahnung, 5 Liter Bier getrunken hast. Und unabhängig davon, auch wahnsinnig durchsichtig. Ich würde schätzungsweise sagen, 5 cm vom Glas entfernt bin. Und ich gucke drauf, ich sehe meine komplette Hand. Also, hier mal wieder, Hasbro, tut mir leid, da habt ihr nicht geliefert. Wie schon so oft bei euren Produkten. Aber zum Glück gibt es ja Opleplops. Für diesen Helm werde ich so schnell wie es geht eine Ersatzlinse anfertigen und natürlich wie gewohnt bei mir in meinem Shop als Nachrüstlösung anbieten. Die könnt ihr euch bestellen und dann wie gewohnt mit einer kleinen Einbauanleitung, die relativ stark bebildert ist und einfach erklärt, damit ihr, wenn ihr euch die Linse dann bestellt habt, sie ganz, ganz einfach und leicht wechseln könnt. Was auch schön ist in dem Helm, das muss ich sagen, ich habe es beim Tragen des Helms gerade wieder gemerkt, das ist auch ähnlich, wie sie es im Darth Vader Helm hatten. Hier um den Augenbereich rum, da wo ihr dann auch mit dem Gesicht teilweise Berührungskontakt mit der Innenfläche des Helms habt, haben sie wieder so einen Gummieinsatz. Hier, ich hoffe man sieht's. So einen Gummieinsatz angebracht, der dann es einem ein bisschen erträglicher macht, diesen Helm zu tragen. Okay. Ich mache mal noch eine kleine Close-up. So, ich denke, jetzt ist nahezu alles Nennenswerte zu diesem Helm gesagt. Was vielleicht noch ganz interessant wäre, wenn ich ihn jetzt mal direkt zu einem Anovos im Vergleich setze. Den habe ich hier. Das ist die Anovos Standard Line, die ABS-Ausführung. Das ist der Episode 7 Stormtrooper. Wenn ich den mal so im direkten Vergleich zu unserem Captain Cardinal Kollege hier präsentiere, dann fällt sofort von der Optik her auf, der Captain Cardinal wirkt viel gedrungener. Die Nase ist doch deutlich spitzer und enger gefasst, wie zu seinem Teamkollege. Auch unten der Mund, ein bisschen spitzeres Kinn. Der Anovos läuft hier unten ein bisschen gefälliger aus. Ansonsten aber, gut, ich meine, wie gesagt, es ist die ABS-Variante, da gibt es auch noch eine Fiberglas-Variante. Vom Kunststoff her steht er hier dem Captain Cardinal in nichts nach. Außer, dass innen es deutlich billiger aussieht, wie jetzt bei unserem Hasbro-Helm. Da macht diese Innenverkleidung doch deutlich was her. Auch hier an der Seite diese Kennzeichnung, diese Markierung hier, ist beim Anovos einfach nur koloriert. Wäre hingegen beim Captain Cardinal dieses Teil zu irgendeinem Unterbauteil gehört und nur hier reingeklipst wurde, das macht doch trotzdem von der Optik her, von der Haptik her nochmal einen ganz anderen Eindruck. Und hier vorne die Zahngeometrie bei den normalen Troopern, habe ich ja hier dieses hexagonale Netz drin, hier im Mundbereich, wohingegen der Captain Cardinal hier deutliche Zähne hat. Da sieht man es im direkten Vergleich. Zähne und das normale Hexagonalgitter. Sorry übrigens, die Linsen habe ich gerade demontiert von dem guten Helm.
weil mir die auch nicht gefallen haben vom Anoros. Da bin ich gerade dabei, ein paar neue zu gestalten. Aber die werden demnächst wieder montiert. Jetzt aber im direkten Vergleich, denke ich, schadet es nicht. So, das war's, denke ich, im Wesentlichen. Hier wart ihr nun Zeuge des Unboxing-Videos vom neuen Hasbro-Helm Captain Cardinal. Was mir jetzt gerade hier noch auffällt, ist, dass die Brow hier oben doch kein Kunststoffteil ist, sondern es ist so ein gummierter Einsatz, was dem ganzen Helm wiederum an sich von der Optik her nochmal ein bisschen besseres Erscheinungsbild gibt, als wenn es so ein stumpfes Kunststoffteil ist. Das habe ich vorher gar nicht gemerkt. Echt eine coole Nummer. Trotzdem, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Dieses Video wurde euch präsentiert von Opple Props, dem Hersteller für Linsen und Belüftungsanlagen sowie Soundsystemen für eure Cosplays, Helme, Masken oder Kostüme aller Art. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut bei meinem nächsten Video oder wir uns hoffentlich sehr, sehr bald mal wieder auf einem Event, auf einer Con oder sonst irgendwo sehen können. War ja dieses Jahr 2020 leider sonst nicht möglich durch die Pandemie, die weltweit uns alle in Atem gehalten hat und leider, leider auch unser geliebtes Hobby doch sehr stark beeinträchtigt hat. Aber wir hoffen das Beste für 2021. Ich denke, das eine oder andere Event wird stattfinden und man sieht sich dann auf jeden Fall froh und gesund wieder. Bis bald! Ciao, euer Marc.